Wenn der da noch anspringt. Ja. So, ich darf Sie hiermit recht herzlich begrüßen zur Skulpturenfreigabe zum Thema 30 Jahre Wiedervereinigung. Mein Name ist Friedrich Frenzel und ich bin Ratsmitglied von einer großen Fraktion, eines Stadtverbandes und Vorsitzender einer Mittelstandsvereinigung. Sie werden sich wundern, dass ich hier nicht Ross und Reiter nenne, aber wir befinden uns keine 20 Meter von dem Wahlbüro und das heißt, hier ist eine parteifreie Zone. Dennoch erlauben Sie mir bitte, dass ich unseren zweiten Bürgermeister begrüße, Herrn Norbert Schreier. So, die soeben genannten Organisationen, Stadtverband und Vereinigung halten schon seit zig Jahren an der Tradition fest, den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober mit einem Festakt im alten Ratssaal des Bürgerhauses in einem festlichen Rahmen zu begehen. Diese Veranstaltung ist in seiner Art einmalig in Nordrhein-Westfalen. Nahezu 100 Gäste lauschen dann gespannt den außergewöhnlichen Zeitzeugen, die über ihre Flucht in den Westen oder über besondere Begebenheiten aus ihrem Leben in Verbindung mit der Deutschlandteilung berichten. Ein Trabi durchbricht die Mauer, zeigt. Und dann darf ich hiermit das Konstrukt eröffnen. Ein Trabi durchbricht die Mauer. Dieses Konstrukt wird 30 Tage durchleiten bis zum 3. Oktober. Thank you.